während der andere das Gebet ignoriert. 24 Goldstücke sind 24 Stunden des Tages. Im Beispiel sind das 24 Goldstücke, im wahren Leben sind das die 24 Stunden des Tages. Der Bauernhof, wo die hin müssen, ne? Das ist das Zielort, ist das Paradies, der Ort des Aufbruchs, der Friedhof, und die Reise ist die Reise in die Ewigkeit. Also, die Station, die wir in diesem Beispiel hatten, ist der Friedhof. Die sterben. Also. Genau, da sterben wir. Also wir müssen hier, ne, unser Weg geht jetzt erstmal zum Friedhof. Und dann fängt eigentlich die richtige Reise an. Denn die Reise kann richtig lang sein. Für jemanden, der nicht die Gebote Allahs verfolgt hat, wird dieser Weg ganz, ganz lange sein. Das kann Tausende, Hunderttausende, Millionen von Jahren sein. Auf dieser Station wirst du ja irgendein Fortbewegungsmittel brauchen, ne? Genau. Und genau. Auf dieser Station, dann wirst du entweder halt die Reise sehr lang begehen müssen oder sehr kurz. Sehr kurz. Je nachdem, aber das kommt ja noch. Richtig, genau. Nochmal, der Bauernhof ist das Paradies. Also im Beispiel gab es einen Bauernhof, da wollen wir hier hin. Das ist das Paradies. Das ist unser Ziel, ist das Paradies. Aber der Bauernhof kann ja jetzt kein Paradies sein. Das geht ja nicht. Also Paradies sieht ja eigentlich normalerweise ganz anders aus als der Paradies. Also das ist genau, das nur ein Beispiel, auch ein Bauernhof. Richtig, warum haben die Chiflik, genau. Also die Übersetzung ist hier Bauernhof. Im Türkischen sagt man Chiflik. Wenn man Chiflik sagt, ist das sehr, sehr positiv behaftet. Das, dieses Wort. Nur Bauernhof, ne, denkt man, nur ein Bauernhof. Also, es ist also auf jeden Fall ein schöner Zielort. Ist unser Zielort? Genau, richtig. Also ein richtig schöner Ort. Auf jeden Fall. Ein richtig schöner Ort ist das. Das ist das Paradies. Aber im Beispiel ist das das Zielort. Das ist wichtig, das ist das Zielort und das ist ein schöner, ne? Man kann ja auch Disneyland dazu sagen. Genau, ich kann sagen, Disneyland. Ja, noch schöner, ne? Noch schöner. Der Ort des Aufbruchs, der Friedhof. Das ist der Ort des Aufbruchs. Und die Reise ist die Reise in die Ewigkeit. Gemäß dem Handeln und der eingehaltenen Frömmigkeit wird dieser lange Weg zurückgelegt. Also, je nachdem, wie wir handeln, wie wir gelebt haben, der eingehaltenen Frömmigkeit, wie fromm wir waren in diesem Leben, wird dieser lange Weg zurückgelegt. Also, wenn wir fromme Menschen sind, oder wenn wir in diesem Leben fromme Menschen waren, dann werden wir auch diesen Weg in der kürzesten Zeit bestreiten. Wir werden da in Blitzschnelle unser Ziel erreichen. Einige der Frommen legen diesen tausendjährigen Weg wie ein Blitz an einem einzigen Tag zurück. Andere dieser Frommen reisen eine 50.000 Jahre währende Strecke an einem Tage. Weil sie die Goldstücke haben. Möchte. Die haben die Goldstücke, haben genug Goldstücke, richtig. Die haben sehr viel von diesem Goldstück noch übrig. Wir haben 24 Goldstücke, also 24 Stunden des Tages. Das heißt, je mehr wir von diesen 24 Goldstücken dafür investieren, genau, richtig, desto mehr kriegen wir, ist ja ganz klar. Ne? Weil der Gewinn ist ja 1 zu 1000. Das heißt, wenn wir jetzt ein Goldstück investieren, kriegen wir wie viel zurück? 1000. Wenn wir zwei Goldstücke investieren, kriegen wir? 2000, ne? Das heißt also, je mehr wir investieren, wenn wir jetzt zum Beispiel 10 Goldstücke investieren würden, ne? 10 mal? 10.000. Genau. Das heißt also, je mehr wir Geld danach übrig haben durch diese Investition, desto mehr können wir uns leisten. Also ein schnelleres Fortbewegungsmittel bekommen wir. Das ist natürlich nur im übertragenen Sinne, ne? So. Gemäß dem Handeln ist es da. Der Koran weist auf diese Wahrheit an zwei Stellen hin. Die Fahrkarte aber ist das Pflichtgebet, welches mit den Zeiten der Waschung fünfmal täglich zusammen eine Stunde dauert. Also, damit wir überhaupt eine Fahrkarte, brauchen wir ja schon mal, sonst kommen wir überhaupt nicht an. Die brauchen wir definitiv, eine Fahrkarte, mindestens. Und das ist eine Stunde bzw. ein Goldstück, das ist die Fahrkarte. Und um diese Fahrkarte zu erhalten, müssen wir das Pflichtgebet unbedingt erfüllen. Wenn wir das zusammenfassen,
ein Gebet dauert 10 Minuten. Wenn man genau komplett alles, ne, 2,5 Minuten, 2,5 Minuten, circa 5 Minuten ist man fertig. Mhm. Ja, mit Waschung zusammen, alles, wenn es alles zusammenfasst, bist du bei einer Stunde. Pro Tag eine Stunde. Genau, pro Tag ungefähr eine Stunde, plus minus ein, ne, paar Minuten. Das heißt also, wenn wir diese Stunde dafür investieren, haben wir definitiv eine Fahrkarte. Wir kommen definitiv ins Paradies. Muss ja nicht 5-mal waschen. Genau, richtig, muss man nicht. Aber auch wenn man es tun will, wird auch, glaube ich, die Stunde reichen. Aber muss man nicht, kann man ja. Nein, was hast du gesagt? Ja, klar. Wenn wir jetzt 5-mal am Tag beten, dann kommen wir ins Paradies. Mhm. Also die Propheten, also Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die wussten ja selber noch nicht mal, ob sie ins Paradies kommen, weil die selber Angst hatten oder nicht. Wir kommen definitiv ins Paradies. Also das ist schon, das ist sicher, dass wir ins Paradies kommen, wenn wir 5-mal am Tag beten. Aber natürlich, wenn wir Fehler begangen haben, müssen diese Fehler vergeben werden. Mhm. Wenn wir Glück haben, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir selber machen, werden diese Fehler, die wir übergangen haben, natürlich in diesem Leben verziehen. Ich lasse ihn nehmen. Genau. Ich lasse ihn auch das nehmen. Aufrichtigkeit, ne? Das ist wichtig. Aber was da? Die Sache ist also, wir kommen mit dem Gebet 5-mal täglich zu 99%, wie es gesagt hat, ins Paradies. Das ist also das ist Ticket zum Paradise. Ja. Ja. Die Frage ist nur, ob man da reinkommt. Ob man vorher nochmal in der Welle vorbeischauen muss. Ob man vorher noch einmal gebügelt wird oder nicht. Das ist die Frage. Aber 99% kommt man ins Paradies, wenn man 5-mal am Tag betet. Weil man ja natürlich, wenn man 5-mal am Tag betet, ja auch alle anderen Gebote natürlich auch ernst nimmt. Ne? Ich kenne keinen, der 5-mal am Tag betet, aber du stärkst dein Iman, du machst ja auch andere Sachen automatisch dadurch, durch diese 5-mal täglich. Und es gibt ja ganz viele Ahadis, wo gesagt wird, wenn man die 5-mal täglichen Gebete verrichtet, dann werden alle kleinen Sünden, die dazwischen gemacht werden, alle vergeben. Alle kleinen Sünden werden vergeben. Und alle anderen Sachen, die nicht zu Ibadet gehören, sagen wir mal, du arbeitest, du verkaufst Telefon oder so, das sieht Allah dann auch als Ibadet. Als würdest du in dieser Zeit auch selber verdienen. Genau. Das heißt, wenn man 5-mal täglich betet, kommt man zu 99% eigentlich ins Paradies. Genau, richtig. Richtig. Der ganze Lebensstil ändert sich ja auch dadurch. Durch das 5-mal tägliche Gebet. Das ist Grundvoraussetzung. Man kann alles machen. Alles kann man machen, aber wenn man Ticket nicht hat, kommt man nicht rein. Ne, man kann zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, ne, wir sind jetzt zum Beispiel am Bahnhof, wollen in die Bahn einsteigen. Wir unterhalten uns vorher mit dem Schaffner, ne? Alles wunderbar, wir haben alles dabei, wir haben unseren Koffer dabei, alles schön vorbereitet, steigen ein, Koffer wird oben abgestellt, setzen uns hin, haben kein Ticket, müssen wir raus. Ja, klar. Kann alles wunderbar laufen, du hast alles geplant, alles eingestellt, ne? Oder du hast dann hier deinen Pass dabei, hast alles gepackt, kommst zum Flughafen, hast dich verabschiedet von deinen Freunden, kommst dann, hast kein Ticket, darfst du nicht mitfahren. Kannst machen, was jetzt quasi auf dem Kopf stand, kannst du trotzdem nicht mitfahren. Kannst du auch keinen kaufen, einen neuen kaufen. Genau. Also, ohne Ticket darf man nicht fahren. Mhm. Genau. Und das Gleiche ist auch, wenn wir kein Ticket haben, also wenn wir das Pflichtgebet nicht verrichten, dann werden wir diesen Weg nicht an einem Tag, sondern es kann bis zu 50.000 Jahre sein, zum Beispiel. Vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wie man war. Ne? 50.000 Jahre, überleg mal. Boah, dass man auf der Wüste bewegen würde. Ja. Krabben. Die Fahrkarte aber ist das Pflichtgebet, welches mit den Zeiten der Waschung 5-mal täglich zusammen eine einzige Stunde dauert. Genau, hat man gesagt. Welch ein Verlust, welch Unrecht gegen die Seele, welch Gegensatz zum klaren Verstand ist es, spendet der Mensch nicht einmal eine einzige Stunde für das ewige Leben, opfert er doch 23 Stunden für die profansten Angelegenheiten.